was bisher geschah. Der Fehler, die Rache, der Anlauf, der Schuss, der Jubel, der Ball ist drin, 2:0. Auf jeden Fall haben wir mehr als verdient gewonnen und haben in dieser Episode 2 Siege geschafft. Unglaublich. Lamela wieder Scoop Turn. Lamela zieht in die Mitte, Finesse ins lange Eck und der passt ganz genau. Turn. Er lässt sie einfach alle aussteigen und zieht dann ab und macht das 2:1. Das war's. Er hat aufgegeben und wir gewinnen 2:1 dieses Spiel. Hey Leute, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Get That Cup Episode 4. Und hier seht ihr gleich unseren ersten Gegner, denn es geht direkt in das erste Spiel. Jawohl, Neymar, Benzema, Falcao, manche Spieler an komischen Positionen. Nichtsdestotrotz ein starkes Team und hier ist Lamela schon wieder durch und es hat keine 7 Minuten gedauert. Da trifft der Junge schon wieder. Das ist ja alles nicht auszuhalten. Der trifft in jedem Spiel, wie er möchte. Hier aber Xavi am Ball und Xavi schießt. Da habe ich ganz, ganz, ganz schlecht verteidigt. Und Xavi nutzt das natürlich aus und netzt ein zum 1:1. Jetzt hier ein schöner Freistoß von Lamela an die Unterkante der Latte. Schade, schade, schade. Da wäre fast sein zweites Tor gewesen. Jetzt hier Neymar auf Außen, Scoop-Turn. Ja, ja, das können auch andere. Bringt den Ball lang auf Benzema. Doch der vergibt den. Unglaublich. Pelissier rennt aufs Tor zu, legt runter auf Lamela, der muss nur noch schießen. Er steht einfach immer richtig, dieser Goldjunge. 30 Minuten gespielt und es steht wieder 2:1 für uns und der doppelte Torschütze war Lamela. Hier wieder Lamela, rennt aufs Tor zu, ist nicht zu stoppen, schießt dann aber ein bisschen zu früh und ab geht's in die zweite Halbzeit. Xavi läuft hier an zu einem Freistoß aus ganz ähnlicher Position, wie wir vorhin mit Lamela geschossen haben, schießt und wird glücklicherweise von der Mauer abgeblockt, doch kriegt den Ball nicht raus und da gibt's den Nachschuss, der zum Glück nicht ins Tor geht. Und was ist das? Warum gibt es dafür Elfmeter? Keiner weiß es. Es war, wenn ein Foul, dann außerhalb des Strafraums. Es gibt trotzdem den Elfmeter, so bitter wie das Ganze auch ist. Natürlich schießt nicht Biabiani, der in der zweiten Halbzeit übrigens reingekommen ist. Wir wissen halt nicht, warum er Biabiani bringt, aber Falcao macht das Ding rein und eigentlich, Marchetti, kannst du den auch halten. Eigentlich haben wir dich genau dafür geholt, denn der Ball geht im Prinzip neben dir direkt ins Tor, war nicht hart geschossen. Egal, 2:2, weiter geht's, Lamela, Scoop-Turn auf Außen, Lamela flankt das Ding dann rein und da ist er, Pelissier, macht das 3:2 in der 57. Minute. Wir sind wieder in Front, uns ist es immer geglückt in diesem Spiel, direkt zurückzuschlagen. Jetzt hier, letzte Spielminute, Neymar vertändelt den Ball da auf der Außen, auf der Seite. Marchetti bringt ihn dann nach vorne, Jacobsen verliert den Ball jetzt auch nicht mehr, da ist er, Pelissier in der Mitte, passt den Ball auf Lamela, Lamela, der Dummy, er ist durch, Lamela, jetzt den McGeady-Spin und ins lange Eck drin ist er, weil das sieht einfach nur schlecht aus und Lamela trifft erneut in diesem Spiel, das müsste sein dritter Treffer gewesen sein bei 4 Toren. Ja, kann man mal machen, sage ich mal so. Ne? Hat eine richtig, richtig gute Statistik, der Junge. Und was macht man in der 90. Minute? Natürlich, man hat Anstoß, drückt auf Pause und bricht ab. Warum? Leute, erklärt es mir, warum raged man in der 90. Minute? Das Ding wäre sofort abgepfiffen gewesen, aber naja, nimmt man lieber den Malus in Anführungsstrichen mit und raged. Wir haben 2 Spiele gemacht in Liga 4 und haben 6 Punkte. Was könnte es denn Besseres geben? Hier zu unserem Verein und schauen wir mal, was sich so getan hat. Wir haben nämlich jetzt ein ganz kleines Problem nach 7 Spielen insgesamt. Die ganzen Leute haben keine Verträge mehr, auch Pelissier nicht mehr. Und deswegen haben wir gedacht, naja, bevor wir jetzt Verträge kaufen, sinnlos, kaufen wir uns Spieler. Und ich habe 3 Spieler geholt, das sind Lazzari, Poli und der andere ist mir gerade entfallen, der Name. Galoppa, glaube ich, weiß nicht genau. Hab dann dem Bronzespieler noch Verträge gegeben, die ich noch im Verein hatte. Und Pelissier ausgetauscht für Pinot, der uns bisher nicht enttäuscht hat. Und Pelissier wandert auf den Tauschstapel, weil es da einfach sich nicht lohnt, bei ihm den Vertrag zu verlängern. Ich war nicht ganz zufrieden mit ihm, deswegen weg damit. Es geht auch direkt ins nächste Spiel gegen ein schönes Team aus
Der Bundesliga, ja, extra nach Italien gereist hier. Und Mandzukic bringt den Gegner relativ schnell in Führung. Dann ist Mandzukic plötzlich auf Außen und flankt auf Gomez. Und da hätte es schon 2-0 stehen können. Sehr, sehr strange Spielweise von meinem Gegner. Spielt nur über Außen die ganze Zeit auf die beiden kopfballstarken zentralen Stürmer da. Aber das können wir auch. Galoppa hier lässt sie alle aussteigen und schießt mit seinem linken Fuß relativ schwach ins lange Eck. Das Ding ist trotzdem drin und wir sind back in game. Und ich muss sagen, das Spiel war echt schwierig, denn mein Gegner hat es wirklich drauf gehabt. Der war richtig gut in der Verteidigung. Ich habe mich da sehr, sehr, sehr schwer getan. Und dann ist plötzlich Lazzari komplett frei, legt runter auf Kiyoko. Der schießt aber leider nicht. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum er da nicht schießt. Unglaublich. Und dann kommt es halt dazu, dass wir das Ding verkacken. Das aufs leere Tor. Blöd, blöd. Hier ein bisschen Glück gehabt, dass der Freistoß so schlecht ausgeführt wurde. Lamela jetzt hier mit einem Roulette läuft über außen. Und er hat noch in diesem Spiel noch nicht gezeigt, was er kann. Und dann wird er hier plötzlich gefoult. Aber, ja, der Schiedsrichter ahndet das Foul überhaupt nicht mehr, sondern er pfeift ab. Warum auch immer. Mensch, da musst du doch die Chance noch zu Ende spielen lassen. Tja, 1-1, das heißt, wir haben mal wieder einen Punktverlust nach unserem ersten Spiel, was wir direkt verloren hatten. Also der nächste Punktverlust hier, 1-1, wir kriegen nur einen Punkt, haben damit 3 Spiele gespielt in Liga 4 und 7 Punkte, was immer noch echt ordentlich ist für unser Team. Der nächste Gegner, Torres, Mata, Nasri, Bale, Lennon, Sanja, Terry, Ferdinand, Evra und Hart im Tor. Mein Gott, und er heißt Unbeaten FC und ich dachte mir, als ich den Namen gelesen habe, entweder jemand, der wahnsinnig selbst überschätzt ist, denn wir sind ja nur Liga 4, oder jemand, der mir jetzt zeigt, wie es hier richtig lang geht. Auf jeden Fall ging das Ganze recht gut los. Pinot wird hier der Ball vom Fuß genommen. Der spielt auf unseren Koreaner. Ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir sehr leid. Der Ball fällt glücklicherweise zurück zu Pinot und er bringt uns 1-0 in Führung. Doch mit Torres können unsere Bianco-Verteidiger hier einfach nicht mithalten. Torres ist zu schnell, legt quer auf Nasri. Da kann auch Ogbonna nichts machen. Und es steht 1-1 nach 25 Spielminuten. Samir Nasri bringt den Gegner zurück ins Spiel. Ja, es ging dann auch sofort in die Halbzeit. Und es war echt nicht viel los in diesem Spiel. Hier, ich habe 3 Schüsse, er hat 1. Bitter, bitter. Ich krieg den Ball hier einfach nicht raus. Lennon auf Nasri, der irgendwie... Und dann kommt der Ball zurück zum Torwart. Das war glücklich. Das war dumm. Lennon auf Torres und der ist drin. Unkonzentriertheit von Marchetti. Ich sag dazu nichts mehr. Marchetti, im Spiel davor musst du den Elfmeter halten und in diesem Spiel darfst du den Ball nicht so abwerfen. Egal, weiter geht's. Lamela lässt sich hier ein bisschen rausdrängen und er ist in diesem Spiel absolut untergetaucht. Er war nicht zu sehen, ihm ist der Ruhm wohl ein bisschen zu Kopf gestiegen, aber Lazzari ist da und macht das Ding in der 89. Puh, das war eng. Das wäre fast die nächste Niederlage gewesen. War ist das aber nicht. Es steht weiterhin, oder es steht jetzt 2-2. Und vielleicht kriegen wir noch eine Möglichkeit, das Ding hier doch noch zu drehen und aus dem Unbeaten FC den Namen ein bisschen ungültig zu machen. Ne? Aber das wird richtig knapp. 3 Minuten Nachspielzeit hier. Unser Gegner ist im Angriff, Torres. Und ich habe ein bisschen Schiss bekommen, denn es ist relativ schwierig, Torres vom Ball zu trennen mit diesen Bronzeverteidigern. Mit wenig Chemie. Dann gelingt uns aber der Gegenangriff. Und da ist Lamela. Eigentlich kann er das, aber wie ihr seht, er kann nicht mehr. Er ist überspielt, der Junge. Der hat einfach zu viel Einsatzzeit gehabt in letzter Zeit. Wir müssen mal schauen, dass wir ihm demnächst irgendwie mal eine Pause gönnen können. Denn der Junge kann einfach nicht mehr, sobald es ins letzte Spieldrittel geht. Huh, jetzt gibt's hier noch ein bisschen Pässchen hintenrum. Jacobsen spielt dann auf Galoppa und dann ist das Ding auch vorbei. Es geht aus 2-2. Unbeaten FC bleibt unbeaten. Ich bleibe nicht unbeaten, das wisst ihr durchs erste Spiel. Aber es sieht trotzdem relativ gut aus, dass wir direkt in die nächste Liga wandern. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Euer Mr. McCauley. Ciao.